habe heute mal wieder eine Perfume-Review für euch, denn meine Mutter hat mich dazu inspiriert. Denn meine Mutter hatte gestern im Silvesterparty ein Parfüm drauf, wo ich einfach gedacht habe, Mama, was ist das für ein Duft? Ich fand es einfach erfrischend, ich fand es irgendwie, keine Ahnung, einfach voll gut. Und meine Mutter hat gesagt, von Beyoncé, this heat the mist. Beyoncé, ich habe erstmal gedacht, okay, Beyoncé. Und es war der Duft, ich muss erstmal sagen, wow, wo ich es bei meiner Mutter gerochen habe. Jetzt werden wir jetzt nochmal zusammen riechen. Und ja, gehen wir erstmal an der Verpackung weiter. Die Verpackung erstens sieht richtig schön türkisblau, als ob du gerade im Wasser guckst. Es ist in diesem Blau-Gold gehalten. Ich finde, hier steht nochmal Beyoncé Heat the Mister Charter Show World Tour Limited Edition Eau de Parfum 100 ml. Hier ist dann nochmal so ein P drauf. Hier ist nochmal wieder Beyoncé the Mister Charter World Tour Limited. Hier ist dann wieder das P drauf. Und hier unten stehen, wie gesagt, dieses, wo es hergestellt wurde und die Inhaltsstoffe. Und hier oben ist dann wieder ein P drauf. Wenn man den Duft, wenn ihr mal da vorbeischauen wollt, ja, was steht da noch drauf? Hier ist dann zum Beispiel noch so ein Code, wo man halt mit dem Handy noch scannen kann, wenn man es möchte. Und hier kommt der Parfüm. Erstmal richtig geil aus, denn erstmal, oh, das ist ein bisschen staubig hier. Hier steht dann nochmal, vorne steht nochmal Heat drauf, hinten steht dann Beyoncé drauf. Der Duft wird erstmal unten ganz hell türkis, dann geht es in diesen dunkelblau. Hier steht ja nochmal so ein P drauf wie Beyoncé und ja. Der Duft sieht erst, also der Flakon finde ich zum Beispiel ein bisschen, ja, wird schon was hermachen, finde ich jetzt zum Beispiel. Ja, wie gesagt, der Flakon sieht erstmal wie die anderen Heat-Düfte von Beyoncé aus, finde ich jetzt. Wie sieht es überhaupt aus? Wie riecht es? Gehe ich richtig ziehen? Ich muss es jetzt mal. Okay. Oh. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr süß, auch fruchtig. Fruchtig, so zitrisch und warm. Ja, so zitrisch, warm. So riecht es. Elegant und Beyoncé einfach. Ich finde es einfach... Es hat was. Den Duft tragen immer. Bitte, wenn wir in Hawaii sind. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, ich finde den Duft... Mal riechen. Ja, es hat was. Es hat dieses zitrische Heat-Duft. Es hat dieses normale Heat-Duft, was ihr, denke ich, kennt von den roten. Ich blende es nochmal ein. Von den roten. Aber der hat echt was. Dieses Heat und dann noch etwas Zitrisches nebenbei. Also wo ich gerochen habe, dass es meine Mutter im Silvester drauf hatte, wo ich habe gesagt, Mama, was ist es für ein Duft? Und die so, Beyoncé Heat. Und ja, ich find's nicht schlecht, aber wir Männer müssen es nicht tragen. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr noch für Parfüm-Reviews haben wollt. Beziehungsweise nochmal, das nächste Parfüm-Review wird was für unsere... Der nächste Parfüm-Review wird was für die Männer. Denn was ich für Düfte benutze, die... Ich habe euch jetzt nur Katy Perry's, was meine Mutter benutzt. Und dann auch das andere Katy, was meine Mutter benutzt. Dann zeige ich euch jetzt das nächste Mal was für die Männer. Ein paar wollten noch Ari's Duft. Ich muss aber Ari's Tools noch kaufen und dann noch testen. Aber ich, wie gesagt, ich benutze keine Frauendüfte. Ich muss meine Mutter erst zum Testen bringen. Und weiß ich nicht. Wie gesagt, gefällt dir der Duft? Ja, nein? Schreibt es unten in den Kommentaren. Und ja. Und bleibt mir gesund. Und noch einen guten Rutsch, da habe ich es ganz vergessen. Einen guten Rutsch, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr seid gesund geblieben und so weiter und so fort. Und habt euch lieb und ja, ciao.